Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video. Patrick. Hi. Und ich, der Micha, ja, mit unserer zweiten Ausgabe des Relaunches von Frag den Judge. Und ich habe heute, stand heute, wo wir es aufnehmen, mal nachgeguckt. Das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, das Video. Ne? Es stand heute, hat es wirklich irgendwie 9500 Views auf YouTube und schon 350 Kommentare. Ja. Wobei natürlich auch viele Antworten von dir mit dabei sind und so. Aber es wird auf jeden Fall angenommen. Da freuen wir uns schon mal sehr drüber, dass das euch so gut gefällt. Ne? Und ihr es halt auch wirklich auch annehmt. Ne? Denn nochmal kurz zur Erklärung. Stellt eure Regelfragen auch gerne immer unter das aktuelle Video, also das jetzt hier in Ausgabe 2. Also wenn ihr Regelfragen rund um Magic the Gathering habt, schreibt es in die Kommentare dieses Videos, ergänzt Hashtag frag den Judge. Ja, und dann wird euch geholfen. Ne? Dann einfach ich versuch's zumindest, ja? Genau, ja. Richtig. Wobei das ein Mitmachformat ist, das heißt, auch ihr dürft natürlich, wenn ihr regelfest seid, einfach mitantworten, ne? Sodass das so praktisch so ein Community-Ding wird, also auch miteinander, füreinander im Endeffekt. Mhm. Du schaust natürlich auch täglich entsprechend immer drauf, aber immer ja. Nur auf das aktuelle Video, deswegen also immer da die Posts runtersetzen. Ja, und schön ist ja, das Ganze ist ja powered bei Ultimate Guard, das heißt, in jedem Frag den Judge Video gibt es auch immer eine Verlosung und diesmal gibt es eine Archive 400 plus Xeno Skin Box, also eine richtig coole Box, wo man da entsprechend auch direkt mehrere Decks entsprechend drin aufbewahren kann oder Karten, mhm. Ne, also ein hochwertiges Teil und es gibt es nicht ganz alleine, es gibt noch ein, ist ja gerade Winterzeit, es gibt ja. Noch eine tolle Mütze dazu. Ja. Auf jeden Fall in schönen Farben. Ja, ja, genau. Ne? Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Also immer schön kommentieren. Ne? Einfach Fragen stellen, damit hat man es dann schon erledigt mit dem Kommentieren. Ja, genau. Und dann bin ich mit meinem Teil eigentlich schon durch und wünsche dir viel Spaß. Mit, ja, und euch viel Spaß. Und ne? Euch natürlich also. Auch mit der zweiten Ausgabe von Frag den Judge. Kommen wir auch schon zu Frage 1. Die kommt von Heinrich. Der möchte wissen, was ist, wenn mein Gegner einen Zauber hat, der ein Artefakt zerstört? Und dann kann man, also mein Gegner in dem Fall, eine Länderkarte aus seiner Hand ins Spiel bringen. Wenn er meinen Schatz als Ziel nimmt und ich opfere ihn in Reaktion darauf, kann er dann noch seine Länderkarte aus seiner Hand ins Spiel bringen oder nicht? Bei Zaubersprüchen und Effekten ist es so, dass wenn die ein Ziel oder auch mehrere Ziele haben, diese dann aber illegal werden, also der Zauberspruch kein legales Ziel mehr hat beim Verrechnen, wird dieser Zauberspruch oder halt auch ein Effekt vom Stapel entfernt, ohne auch nur irgendeine Auswirkung zu haben. In diesem Beispiel ist es dann die Karte Durchtrennte Bande, deren einziges Ziel ist der Schatz. Dieser Schatz wird illegal, dadurch, dass er nicht mehr auf dem Spielfeld ist. Und dadurch, dass dann alle Ziele, die dieser Zauber hatte, illegal sind, wird dieser Zauber einfach vom Stapel entfernt, hat keine Effekte. Dadurch kann also dein Gegner auch kein Land von seiner Hand ins Spiel bringen. Frage 2 kommt von Georg. Der möchte wissen, was passiert mit Ausrüstung und Verzauberung, die an einem Werwolf angelegt sind, bei Tag-Nacht-Wechsel. Bleiben sie an der Kreatur oder gehen sie weg, wenn diese Kreatur halt transformiert? Da Kreaturen oder allgemein Karten beim Transformieren, beim Tag-Nacht-Wechsel nicht das Spiel verlassen, also die Zone nicht wechseln, bleiben Ausrüstung und Verzauberung an ihr dran. Das Ganze wäre anders, wenn sie für das Transformieren die Zone wechseln, weil sie dann als komplett neues Objekt gelten und dann keine Erinnerung mehr daran haben, welche Karten an ihr ausgerüstet bzw. angelegt waren. Frage 3 kommt von Daniel. Der möchte wissen, wird mit der Karte Ausrotten ein Kommandeur komplett aus dem Spiel entfernt? Der kommt nicht auf den Friedhof oder ins Exil und somit darf der Spieler nicht entscheiden, dass er wieder in die Kommandeurzone kommt, oder? Bei Karten bzw. bei den Regeln ist es immer ganz wichtig, auf den aktuellen sogenannten Gatherer-Text zu achten. Der Gatherer ist eine von Wizards of the Coast eine Datenbank. Diese ist online frei einsehbar und dort werden immer die aktuellen Regeltexte bzw. die genauen Kartentexte, wie der aktuelle Wortlaut ist, aufgelistet.
In dem Fall von Ausrotten ist es so, dass die Karte mittlerweile sagt, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil und weitere Effekte. Wodurch sich eigentlich die Frage auch schon wieder klärt. Der Kommandeur wird ins Exil geschickt und dadurch hat man dann natürlich im Anschluss die Option, den Kommandeur vom Exil in die Kommandeurzone zu legen. Frage 4 kommt von Tom. Wenn eine Spielsteinkreatur auf die Hand geschickt wird, wird sie behandelt, als ob sie zerstört wäre? Nein, diese Kreatur zählt nicht als zerstört, da sie nicht zerstört wurde. Kreaturenspielsteine hören einfach auf zu existieren, sobald sie sich in einer anderen Zone als das Spielfeld befinden. Sprich, dieser Spielstein kommt erst auf die Hand und wird dann einfach quasi entfernt. Der hört einfach auf zu existieren, befindet sich also im Anschluss auch nicht mehr auf der Hand. Aber das hat keinen Einfluss auf das Spiel. Also die zählt weder als zerstört noch als geopfert oder was auch immer. So, bei Frage 5, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Die Frage kommt von Kyrre oder Kyrie. Ich bin mir schon eine ganze Weile unsicher, was die dritte Fähigkeit von Ursas Sage angeht. Kann ich damit Artefaktblender aus meinem Deck suchen? Nein, das geht leider nicht. Die Fähigkeit von Ursas Sage sagt explizit Mana-Kosten von 0 oder 1 und nicht Mana-Betrag 0 oder 1. Dadurch kann man sich halt Karten wie die Nachtstallzitadelle, die keine Mana-Kosten hat, oder zum Beispiel die Karte Esper-Wachposten, die als Mana-Kosten ein weißes Mana hat, nicht suchen. Denn oben rechts in der Ecke muss ganz genau die 0 oder die 1 als Mana-Kosten stehen. Nichts anderes. Frage 6 kommt von Julian. Der möchte wissen, inwiefern sind die An-Serienkarten in Commander legal? Hätte Lust, ein paar in mein Eichhörnchen-Tribal reinzutun. In erster Linie sind die An-Karten nicht spiellegal, zumindest nicht in den normalen Formaten. Diese sind daran zu erkennen, dass sie entweder einen silbernen Rand haben oder, wie jetzt im Beispiel des bald erscheinenden Sets Infinity, zu erkennen an dem Eichelstempel. Nichtsdestotrotz gilt hierbei natürlich auch immer Folgendes. Sprech mit deiner Spielgruppe, ob eventuell es für die okay ist, dass du ein paar An-Karten in dein Deck reinpackst. Sprecht am besten vorher auch darüber, um welche Karten es genau geht. Manche davon sind vielleicht okay, während es anderes nicht sind. Und dann einfach Spaß haben und soweit die An-Karten spielen, wie es die Spielgruppe zulässt. Frage 7 kommt von Apollonia. Die Frage lautet, kann ich einen Gefährten und einen Kommandeur gleichzeitig für ein Deck verwenden? Ja, das geht, solange man denn die Voraussetzung für den Gefährten auch erfüllt. Hat aber nicht den gewünschten Effekt. Wenn eine Karte, wie in dem Fall die Gefährten, es einem erlauben, eine Karte von außerhalb des Spiels in das aktuelle Spiel zu bringen oder auf die Hand, dann darf der Kartenname nicht derselbe sein wie eine Karte, die sich bereits in dem Startdeck befindet. Oder unter anderem darf der Name nicht gleich sein. Da der Kommandeur Teil des Startdecks ist, darf man den Gefährten also nicht auf die Hand nehmen. Das Einzige, was der also tut, ist den Deckbau beeinflussen und danach noch schön aussehen. Also wer gerne einen Companion neben seinem Deck liegen haben möchte, kann das gerne machen. Der Effekt ist allerdings nicht sehr erwünschenswert. Kommen wir schon zu Frage 8. Die ist von Einfach Elmo und der möchte wissen, gibt es eigentlich eine Regelung dazu, wie lang oder intensiv ein Deck bzw. die Bibliothek gemischt werden muss? Ja, die gibt es. Es gibt zwar keine explizite Dauer, wie lange die Bibliothek gemischt werden muss, aber es gibt eine Angabe dazu, wie intensiv sie gemischt werden muss. Sie muss nämlich so intensiv gemischt werden, dass sie im Anschluss komplett zufällig ist. Sprich, die Reihenfolge darf durch keinen Effekt irgendwie jetzt dann noch bekannt sein.
beziehungsweise die Position einer einzelnen Karte darf nicht eindeutig identifizierbar sein. Es gibt aber keinen genauen Richtwert, dass man sagen kann, okay, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten oder fünfmal das Deck ineinander stecken, zehnmal ineinander. Das gibt es so nicht. Das liegt also immer im Ermessensspielraum des anwesenden Judges. Sprich, wenn man der Meinung ist, dass der Gegner zu wenig mischt, sprich, das Deck nicht zufällig ist, oder zu lange mischt, was quasi einer Verschwendung von Zeit entspricht, muss man unbedingt dem Schiedsrichter Bescheid sagen, dass er sich der ganzen Situation einmal annimmt, sich das anguckt und danach entscheidet, ob zu wenig, zu viel oder genau richtig gemischt. Frage 9 ist von Bastian. Der möchte wissen, kommt eine Kreatur nach einer Destabilisierung mit Einsatzverzögerung wieder? Nein, die Kreatur kommt nicht mit Einsatzverzögerung wieder. Sie wurde nämlich einfach nur so behandelt, als wäre sie nicht vorhanden. Sie hat aber das Spielfeld zu keinem Zeitpunkt verlassen. Eine Kreatur hat nur Einsatzverzögerung, wenn sie nicht schon seit Beginn des Versorgungssegmentes unter deiner Kontrolle im Spiel ist und dadurch, dass die destabilisierte Kreatur das eigentlich schon war, hat sie keine Einsatzverzögerung. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Die ist von Jens und der möchte wissen, die Verzauberung Sturm über den Dächern sorgt dafür, dass sich Zombies gratis wirken kann, korrekt? Gilt das auch für meinen Kommandeur, sprich werden die Kommandeursteuer somit umgangen? Die Antwort auf diese Frage ist ein ganz klares Jein. Ja, man kann den Kommandeur so spielen, so wirken, aber nein, die Kommandeursteuer werden nicht umgangen. Sturm über den Dächern gibt nämlich allen Zombies eine alternative Spruchkosten von 0. Nichtsdestotrotz werden zusätzliche Kosten und Mana-Erhöhungen bzw. Senkungen trotzdem noch angewandt. Darunter fallen auch die Kommandeursteuer. Sprich, man hat zwar erstmal den Grund von 0 Mana als Mana-Kosten, die Kommandeursteuer kommen dann aber noch oben drauf. So, das waren auch schon die 10 Fragen für das heutige Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet ein bisschen was lernen. Nicht vergessen, kommentiert fleißig, fragt weiter Fragen, damit wir mehr Futter haben für die zukünftigen Episoden. Nehmt an dem Gewinnspiel teil, liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!